Hallo, liebe Deutschlernende. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Und ich weiß nicht, wie es für dich war, aber für mich war es heute ein sehr anstrengender Tag. Huch, sehr anstrengend. Ich bin heute 18 Meilen gelaufen. Das sind fast 29 Kilometer. Es ist eine ganz schöne Strecke. Ich trainiere immer noch für den Marathon am 20. August. Und Teil des Trainings ist es auch mal ganz, ganz lange Strecken zu laufen. Ja, beim Training werde ich niemals so lange laufen wie bei einem Marathon. Aber wie zum Beispiel heute kommt es manchmal ziemlich nah. Ja? Also 43 Kilometer ist der Marathonlauf und die längste Strecke, die ich laufen werde in meinem Training, ist eben 29 Kilometer, die ich heute gerannt bin. Und das hat mich sehr viel Kraft gekostet und ich habe mich auch sehr angestrengt, diese Strecke in möglichst kurzer Zeit zu schaffen. Und da ist wirklich so die Schwierigkeit, die auch oft im Leben auftritt, die Schwierigkeit, eine Balance zu haben zwischen auf der einen Seite große Ambitionen zu haben, sich eine Herausforderung zu stellen, ja, sich selbst zu fordern und zu sagen, ich schaffe das jetzt, ja, ich schaffe das und ich mache alles, was nötig ist und ich versuche jetzt noch schneller zu rennen, ich versuche jetzt durchzuhalten, ich versuche jetzt beharrlich zu sein, ja, eine Balance zwischen dem und der Idee, sich auch mal eine Pause zu gönnen, ja. Nicht nur die ganze Zeit so, oh, ich muss jetzt ganz viel schaffen, sondern auch mal zu sagen, hey, ich habe mir eine Pause verdient. Und bei mir war wirklich dieses Problem, dass ich gelaufen bin und mir dachte, okay, einerseits habe ich ganz viel Ehrgeiz und möchte jetzt ganz schnell rennen, aber andererseits muss ich auch darauf achten, dass ich mich nicht überfordere. Ja? Ich möchte mich fordern, aber nicht überfordern. Ja, und ich habe das am Ende des Laufs auch ganz stark mitgekriegt. Ja? Ich habe das ganz stark gemerkt, dass aus meinem Körper all die Energie raus war. Ja? Ich hatte sehr wenig Energie, als ich zu Hause angekommen bin. Und ich habe mich sogar in die Dusche gesetzt. Ja? Ich konnte noch nicht mal stehen und mich duschen. Sondern ich musste mich hinsetzen und dann so, oh, endlich kann ich mich entspannen, endlich kann ich mich entspannen. Und es ist wirklich sehr schwer, ja, diese Balance zu finden. Ja? Weil viele, vielleicht sollte ich nicht sagen viele Menschen, aber zumindest bei mir war es so, dass es oft so war, dass ich eher mir mehr Pausen gegönnt habe. Ja? Ich hatte nicht so viel Ambition. Ja? Und ich habe dann gesagt, so, ach nee, ich bin jetzt mal faul, ich gönne mir jetzt eine Pause und so. Und ich denke, das war in der Phase des Lebens, wo ich war, auch recht wichtig. Ja? Das war wichtig, so diese mir auch Pausen zu gönnen, weil ich damit damals noch nicht so viel Kraft hatte, ja, innere Kraft. Ja. Und jetzt, wo ich mehr Kraft habe, habe ich dann auch mehr Ambition. Ja. Aber das braucht natürlich auch sehr viel Kraft. Ja. Sehr viel, man braucht sehr viel Willenskraft, sehr viel innere Kraft, um wirklich hohe Ziele zu erreichen. Und da ist wirklich diese Gratwanderung, ja, dieser Balance, dass man aufpasst, sich nicht zu sehr zu verausgaben. Ja. Ich möchte mich nicht zu sehr verausgaben, dass ich nicht am Ende völlig fertig bin und
keine Kraft mehr habe, irgendetwas zu machen. Ja? Und das ist ganz schwierig. Und ich finde es heute, das heutige Erlebnis eigentlich recht gut, dass ich jetzt mal falsch lag auf der anderen Seite. Ja? Dass ich jetzt mehr Ambition hatte, mehr Ehrgeiz, als ich aushalten konnte. Und das fühlt sich dann auch richtig gut an. Ja? Am Abend wirklich so das Gefühl zu haben, heute habe ich alles gegeben. Ich habe heute richtig viel gegeben. Ich habe keine Kraft mehr übrig. Jetzt habe ich es mir total verdient, ins Bett zu gehen und mich total zu entspannen und auszuschlafen. Oder vielleicht nicht ausschlafen, sondern zumindest viel schlafen. Ja? Dass ich früh ins Bett gehe und dann wie immer um 7 aufstehe. Aber dieses Gefühl ist ein ganz tolles. Und das kann man durch Sport erreichen und das kann man auch dadurch erreichen, indem man viel denkt. Ja? Also als ich Mathematik studiert habe und ganz viel überlegt habe und versucht habe, ein Problem zu lösen, da hatte ich dieses Gefühl auch. Am Ende des Tages, oh, jetzt habe ich alles gegeben, ich habe mein Bestes gegeben und das ist ein total gutes Gefühl, ja, und das möchte ich haben, ja, und natürlich auf der anderen Seite möchte ich nicht einfach umfallen, weil es gar nicht mal weitergeht, ja, es gibt den Begriff, den wir aus dem Englischen übernommen haben, auch im Deutschen, Burnout, ja, das Wort benutzen wir auch im Deutschen, ja? Burnout, und Burnout ist wirklich auch etwas, was wir nicht haben wollen. Dass wir so viel Kraft in etwas stecken, dass wir am Ende gar nichts mehr können. Dass wir einfach nur noch fix und fertig sind. Ja? Genau, also das ist die Botschaft für heute. Also eine Balance finden zwischen so viel sich verausgaben, dass man einen Burnout kriegt oder dass man irgendwann umfällt oder... ich habe letztens auch ein Interview gehört mit Arianna Huffington, die jetzt ein Buch geschrieben hat über Schlafen. Ja, bei ihr war es so, dass sie ganz wenig geschlafen hat und dann ist sie mitten am Tag einfach umgefallen, um zu schlafen. Genau, das ist so dieses Burnout-Syndrom. Und auf der anderen Seite, dass man nicht zu faul ist, ja, dass man nicht... Ich meine, man sollte sich ein bisschen Faulheit schon gönnen, ja? So in den Urlaub gehen, Spaß haben und so, das meine ich nicht. Ja? Ich meine nicht, dass wir keinen Spaß haben sollten oder uns nicht Pausen gönnen sollten, ja? Aber dass wir trotzdem Ambitionen haben, dass wir trotzdem uns hohe Ziele setzen und dann daran arbeiten, diese zu erreichen. Ja? Es ist eine... schwieriges Thema, ein interessantes Thema, finde ich. Und mich würde auch interessieren, was du darüber denkst. Ja? Schreib mir ruhig in den Kommentaren, was du über dieses Thema denkst und wo du dich siehst bei dieser Gratwanderung. Ob du eher dazu tendierst, faul zu sein oder ob du eher dazu tendierst, dich zu sehr zu verausgaben. Ja? Ich bin gespannt, was du denkst. Sag mir Bescheid. Und wie immer, bis morgen. Tschüss.